die auch ein bisschen stehen, ne? Nee, die muss dann, wenn du ein paar Tage stehen bleiben willst, können wir das machen. Achso, nee, das war. Ja, wir können den nur noch enger machen, ne? Ist ja was. Ist schon spät. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder unter der Woche nach 22 Uhr, also genau die richtige Zeit, Marius Golf zu zerlegen. Hallo, guten Tag. Wir haben ja lang genug nichts mehr gemacht an dem Golf. Das heißt, jetzt kannst du da wieder einsteigen. Genau. Eigentlich war so nach der Hochzeit stolz auf die 300 und dann wegen Hochzeit erstmal weggeschoben, genau. Und jetzt sind unsere neuen Nockenwellen angekommen. An der Stelle muss ich dazu sagen, das ist nicht unsere Eigenkreation, sondern da gibt es auch ein schönes Video zu, das hat sich Björn mit seinem Know-how überlegt. Ich habe dann am Ende nur die Fertigung bei Catcams übernommen und jetzt sind sie endlich da. Hat ein bisschen gedauert, wobei eigentlich ging es sogar recht zügig. Wir waren uns halt erst nicht sicher, was wir bestellt haben. Wir haben es jetzt aber fast so bestellt, wie Björn das für richtig heißt. Bei Limo hatte das damals extrem gut funktioniert. Die VR-Jungs finden es nicht so cool, aber ich glaube nach wie vor auf Björns technisches Know-how und deswegen haben wir die Wellen bestellt. So, erstmal, wo fangen wir an? Ich erkläre euch erstmal kurz, was überhaupt mechanische Wellen sind. Viele hören immer mechanische Wellen, haben da aber keinen Begriff zu. Wir haben hier den alten Tassenstößel. So, Tassenstößel heißt, dieser Stößel sitzt an der Nockenwelle. Sobald die sich dreht, kommt irgendwann der Nockenwelle. Warte, ich mach's mal andersrum, dann kann man es besser sehen. So, irgendwann dreht er sich und drückt den Stößel auf. Und der Stößel drückt dann wiederum, René geht schon passend nach hinten, hier in der Mitte auf das Ventil und macht das Ventil auf und zu. So. Das Ganze ist allerdings ein hydraulischer Tassenstößel. Das heißt, hier drin ist ein hydraulisches Element, was von der Seite mit Öl gespeist wird. Und hier sieht man sogar, über Öldruck sich quasi automatisch immer an den Nocken anlegt. Das heißt, man braucht kein Ventilspiel mehr, beziehungsweise man hat immer ein Ventilspiel, welches aber über dieses Hydro, über den Öldruck definiert ist. Bis zu einer gewissen Drehzahl. Genau. Ab einer gewissen Drehzahl wird das Ganze hier drin, natürlich, weil, jetzt müsst ihr euch überlegen, das Element wird nur in einer Stellung mit Öl befüllt. So, hier sieht man auch schön an der Verfärbung schon den Ventilhub, wie das die ganze Zeit hoch und runter geht. Das heißt, nur in einer Position wird das Ding mit Öl gespeist. Wenn man sich jetzt überlegt, 8000 Umdrehungen die Minute durch 60 sind über den Daumen gepeilt 125 Umdrehungen die Sekunde. Das heißt, das Ding geht nicht 125 mal die Sekunde, weil Viertakter, aber immerhin noch über 60 mal die Sekunde hoch und runter. Mhm. So, das ist schon ganz schön schnell. Dafür, dass es dann immer noch mit Öl gespeist werden soll und immer noch vernünftig funktionieren soll. Mhm. So, und deswegen geht man einfach davon aus, dass ab einer gewissen Drehzahl das nicht mehr funktioniert. Alleine auch von den Fliehkräften her, das Öl überhaupt noch reinzukriegen. Und das Ganze da oben, ich sag jetzt mal, zum Ventilsalat wird und halt einfach nicht mehr auf dem Grad genau, wie wir die Nockenwellen einmessen, öffnen und schließt, sondern eigentlich nur noch ein wildes Wirrwarr ist. Umschlägt. Merkt man auch ganz gerne, ihr fahrt meinetwegen die halbe Meile, wo ihr die ganze Zeit hochdreht, hinten im Zieltreter die Kupplung und der Motor klackert. Dann klackert der deswegen, weil hier kein Öl mehr drin ist und ihr auf einmal Ventilspiel habt. Das dauert dann ein paar Sekunden und zack, ist Öldruck wieder da. Klackert das Auto deswegen auch zum Beispiel beim Starten, also wenn der Wagen kalt ist? Okay. So, und je dicker das Öl wird, je mehr klappert das natürlich, weil das dicke Öl umso länger braucht, bis es ganz hier drin ist. Weil ich würde jetzt sogar mal behaupten, das ist in dem ganzen Ölkreislauf, wenn wir jetzt externe Teile wie den Turbolader und so weiter sehen, der Punkt, der am weitesten weg ist. Mhm. So, da kommt also auch am wenigsten Druck an und so weiter. So, jetzt, der Vorteil ist, es ist verschleißfrei. Weil egal wie, wo, was sich einläuft, setzt oder wie auch immer, durch den Öldruck liegt der Stößel immer wieder an.
So, weil das ist nämlich der Grund, warum brauchen wir überhaupt ein Ventilspiel? Man könnte jetzt ja auch sagen, man stellt das einmal ein und fertig. Das liegt einfach daran, unterschiedlichste Materialien, Alu, Zylinderkopf, Stahl, Nockenwellen, dann nochmal Ventile aus nochmal einem anderen Material. Das heißt, es dehnt sich alles unterschiedlich aus und am Ende, wenn es warm und kalt ist, hat es unterschiedliche Werte. Und jetzt machen wir das Ganze mechanisch. Das heißt, wir haben von CatCamps dazu bekommen diese mechanischen Tassen. Hier ist der Unterschied. Das Ding ist einfach nur starr. Und jetzt muss hier aber genauso wieder das Ventilspiel vorhanden sein, weil es sich halt, wie gesagt, kalt und warm variiert. Und dieses Ventilspiel stellt man nun über sogenannte Lashcaps ein. Das sind diese. Ja, wir haben leicht schmutzige Finger, weil wir schon ein bisschen am Schrauben waren. Bitte entschuldigt das. Dieses Lashcap sitzt da oben drauf und hat eine definierte Dicke. In dem Fall hat das jetzt eine Dicke von 4,2 mm. Und das heißt, diese braucht man jetzt in 500stel Schritten, um das Ventilspiel einzustellen. Das heißt, es ist eigentlich kein Einstellen, sondern es ist eigentlich Messen mit Nockenwelle drin, ausbauen. Geile Arbeit. Um das zu tauschen, wieder einbauen. So, jetzt kommt der nächste Punkt dazu. Das Ganze kann man natürlich grob erstmal kalt machen, muss man ein bisschen Erfahrung sammeln, weil am Ende muss das Spiel halt warm eigentlich auch noch passen. Ne? So, bei Limbo hat das astrein funktioniert. Ich hatte da wirklich immer Angst vor. Ich wollte das nie machen. Björn hat mich dazu überzeugt, mechanische Wellen zu bauen. Ich habe immer gesagt, das funktioniert nicht, das passt nicht. Das gibt nur Ärger. Konnte ich bis zum Schluss drin lassen und hat nie Ärger gemacht. So, das heißt, das ist ein Punkt. Jetzt machen wir mal eine Sache. Den Punkt weißt du nämlich noch gar nicht. Das Ganze ist nämlich zusätzlich auch noch leichter. Das okay. Heißt, wir haben hier sogar noch eine Gewichtsersparnis. So, wir stellen jetzt mal ein Hydro drauf. Entschuldigt, dass da noch ein bisschen Öl drin ist. Das wiegt 69 Gramm. Nun stellen wir das Mechanische drauf. 45. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wir müssen ja das Lashcap dazu packen. Sind wir bei 52. Jetzt wird der eine oder andere sagen, es waren noch 8 Gramm. Das heißt aber immerhin, wir reden von 15 Gramm. Ist jetzt beim 12-Ventiler nicht relevant. Mhm. Also sind immer noch 200 Gramm, ne? In Summe. Bei 8000 Rillen, die die ganze Zeit bewegt werden müssen. Mhm. Bei mir zum Beispiel bei einem 30V mit 30 Ventilen, das ist aber wie ein halbes Kilo. Ne? Mhm. Wenn man sich überlegt, was ein halbes Kilo so lang ist, ist das schon ein bisschen. Ne? So, okay, das ist ein Punkt. Dieses Ventilspiel, normalerweise fertigt CatCamps immer das Ventilspiel mit 25/100 einlass- und auslassseitig. Björn möchte aber einlassseitig weiterhin die 25, auslassseitig 0,40, 40/100. Weil er der Meinung ist, es kann nicht auf Einlass- und Auslassseite gleich sein, weil die Auslassseite mit dem Auslassventil, welches im Abgasstrom steht, automatisch immer wärmer wird und sich mehr ausdehnt. Deswegen haben wir jetzt diese Wellen fertigen lassen mit 25, 40. Das heißt, wir werden einmessen, Einlassseite 25, Auslassseite 40. Oh, mal schauen auf die Kommentare. So, ein Punkt. Ja, jetzt, ja, an den Nockenwellen eigentlich kann man nicht viel zeigen. Die sind halt, die sind auf jeden Fall krass. Das heißt, wir haben mehr Ventilhub. Ventilhub kann man immer bedingt einfach messen, indem ihr den Grundkreis nehmt. Grundkreis heißt der Kreis, wo kein Hub vorhanden ist. Einmal die Uhr nullen und dann aufdrehen bis zum Maximum. Da haben wir hier knappe 12 mm. So. Eigentlich sollten die Wellen ein bisschen mehr haben. Daraufhin habe ich mit CatCamps immer Rücksprache gehalten. Da gibt es auch eine Erklärung für. Das hat ein bisschen was mit der sogenannten Anlauframpe zu tun. Anlauframpe ist folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, theoretisch hat dieser Stößel hier jetzt gerade einlassseitig 25/100 Spiel zwischen. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo der Nocken sich langsam draufdreht und der Bereich zwischen 0 und diesem 25/100 muss langsam überbrückt werden, dass sich der wirklich langsam anlegt und dann aufkatapultiert wird. Das ist die sogenannte Anlauframpe. Diese Anlauframpe gibt es bei den Hydrowellen nicht, weil der Hydro immer anliegt. Deswegen kann man auch nicht eine mechanische Welle mit Hydros verbauen. Würde nicht funktionieren, würde kaputt gehen, hält vielleicht 1000 Kilometer und fertig. Also mechanische Wellen, immer mechanische Tassen dazu. Und das ist der Grund, warum wir jetzt nur 12 mm messen. Es ist aber eigentlich ein bisschen mehr. Mhm. So. Wenn wir jetzt aber die alte Welle nehmen, obwohl diese eigentlich auch
12,0 haben sollte, hat dieser aber nur, ja, 11,1, 11,12. So, also wir reden schon mal von 0,8 mm mehr Hub. Das Coole ist, ihr erinnert euch, wir hatten ja mal ein Video bei MG gemacht, wo wir tatsächlich auf der Flowbench gemessen haben, wie viel Ventilhub beim VR-Kopf noch Sinn macht. Ja. Und da war es genauso, ab 12 mm Hub geht nicht mehr durch den Kanal. Das heißt, haben wir jetzt ausgereizt. Genau, wir brauchen nicht unnötig mehr Hub zu machen, weil mehr Hub ist immer mehr Ventilbeschleunigung, weil es halt einfach ganz schnell auf und zu geht. Je weiter es auf und zu geht, je mehr Beschleunigung. Deswegen nur 12 mm Hub. Jetzt den letzten Vorteil, wird natürlich sehr technisch, warum mechanische Wellen? Der Bereich ab dem Moment, wo der Stößel anliegt, ich mache hier schon wieder großes Wirbel, ab dem Bereich, wo der Stößel anliegt, wenn das Ventil anschließend aufgedrückt wird, ist bei mechanischen viel, viel, viel krasser, weil einfach das Hydroelement nicht mehr dazwischen ist. Deswegen kann man die mechanischen Wellen viel, viel offener gestalten. So, das heißt, angenommen, Theorie, beide Wellen haben jetzt 300 Grad Öffnungszeit, sind also 300 Grad geöffnet. Dann ist das immer bei 0,1 mm Ventilhub. Das heißt, man geht davon aus, dass es der Moment, wo die Nockenwelle schon am Stößel anliegt. 0,1 mm Hub heißt, das liegt minimal an, dann 300 Grad, dann ist es wieder zu. Das ist immer der Bereich, den viele immer angeben. Der viel, viel interessantere Bereich bei Nockenwellen ist allerdings bei 1 mm Hub. Weil man sagt, unter 1 mm Ventilhub strömt eh nichts. Ja, erst wenn das Ventil 1 mm aufsteht, fängt es überhaupt erst richtig an zu strömen. Mhm. So, bei 1 mm Hub haben dann diese 300 Grad Wellen, sind jetzt keine 300 Grad Wellen, ungefähr, ich sage jetzt mal 230 Grad. Die mechanischen haben bei 1 mm aber 255 Grad. Mhm. So, weil man dieses Ventil, diesen Stößel mit der Feder, mit dem Ventil einfach viel, 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 viel krasser beschleunigen kann. Das heißt, man kann das Ding so krass aufkatapultieren, dass es ganz lange offen steht und dann wieder ganz schnell zugeht. Mhm. Weil es halt zum Beispiel leichter ist. Leichter heißt weniger Federkraft benötigt. Wir gucken mal. So, das kurze Exkursion zum Thema mechanische Nockenwellen. Ja, das ist jetzt schon so mit das Krasseste. Also danach gehen mir auch die Ideen aus und wir hören auch, wie wir hier noch mehr reinbringen können. Problem ist, wir fangen bei unserer Nockenwellen-Einmesserei wieder bei Null an. Mhm. Das heißt, alles, was wir bisher in den letzten Videos gemacht haben, ist theoretisch erstmal egal. Jetzt nicht vollkommen egal, aber zumindest so, dass wir hier nochmal wieder testen. Aber es gibt schon von TechCamps auch da Werte für, wo genau. Die grob... Die haben wir vorgegeben. Okay. Die haben wir vorgegeben, die wurden auch so geschliffen, mhm. Weil hier ist ja immer die Sache, dadurch, dass Einlass und Auslass auf einer Nockenwelle ist, ist die Spreizung fest vorgegeben. Das heißt, angenommen, ich gebe jetzt bei CatCams an, ich will Einlass 2 mm im OT offen haben, mhm. Auslass auch 2 mm, dann kommt, sagen wir, dabei eine Spreizung von 120 Grad raus. Hier war ja auch eine Spreizung vorgegeben, hat aber nicht gepasst. Das hat gar nicht gepasst. Gespannt, so, jetzt bei denen ist. Bin ich auch gespannt, ob das da besser passt, aber ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden hier viel, viel, viel mehr machen. Mhm. Das heißt, hier haben wir ja davon geredet, 0,35 mm Einlass mhm. im OT offen. Wird hier nicht ansatzweise gehen, weil mhm. wenn wir bei den Wellen Einlass 0,35 machen, wird der Auslass 4-5 mm aufstehen. Mhm. Das heißt, hier werden wir schon eher bei 1,5 mm. Wird ja auch irgendwann spannend, was an Kolben noch Platz ist. Genau. Irgendwann muss man auch aufpassen im OT, ja. Wie viel Platz ist und so weiter. So, okay. Jetzt so viel Theorie. Wie ermittelt man das denn mit den Kolben? Theoretisch ganz einfach. Theoretisch, der einfachste Trick ist einfach, Kolben in OT stellen und aufpassen, dass das Ventil nicht reinfällt. Deswegen steckt ja so ein schöner Silikonschlauch drauf. Und schon könnten wir jetzt theoretisch messen, wie weit wir es runterschieben können, bis es auf dem Kolben ist. Okay. Das ist der Hardcore, die Hardcore-Variante, weil du kannst es in dem Moment nicht mehr ändern. Ne? Also du kannst jetzt ja nicht rumfräsen und mehr Platz machen. Wobei das bei 8000 doch bestimmt minimal weiter aufspringt, als du es so simulierst. Oder? Das wäre aber scheiße. Das aber wäre schon schlecht. Ist das so krass? Sind die Federn so stark, dass es nur genau so weit aufgeht? Es gibt extrem krasse Videos bei YouTube, wo man wirklich mal so ein Ventiltrieb mal so bei 18.000 und irgendwie im Motorrad, das ist schon wirklich, das fängt irgendwann an, dass du sogar so einen Schwebezustand hast. Mhm. So, aber eigentlich ist es schon so berechnet, dass das immer anliegt. Es gibt bestimmt einen unter euch, der sowas Diplomarbeit, Doktorarbeit drüber geschrieben hat. Normalerweise muss es anliegen. Wenn es nicht anliegt, hast du schon eigentlich ein Problem. Weil jetzt kommt ja auch der Punkt dazu, dass wir das war ja der Grund, warum wir die Federn härter gemacht haben, im Kanal auch noch 2-3 Bar haben. Mhm. Und du schließt gegen die 2-3 Bar noch. Ne? Okay, so, letzter Punkt.
aus den einigen letzten Videos ist auch die Kraft der Ventilfeder. Wir haben vom CatCamp ein paar Ventilfedern dazu bekommen. Und jetzt gucken wir erstmal, ob die härter sind als die, die wir bisher verbaut hatten. So, wir haben hier eine Gesamtlänge. Ich hatte es vorhin schon aufgeschrieben. Wir haben eine Einbaulänge mit Scheibe und mit Teller von 36 mm. Das heißt, wir müssen hier mal kurz ein bisschen umbauen. Deine Aufgabe ist das jetzt. Mach mal zu. Jetzt müssen wir das mal auf 36 hochdrehen. Das ging, glaube ich, wieder nicht. Jetzt werden einige wieder sagen, ich steht ja aber schon bei 40 oder so. Es ist aber Leihgabe von MG bzw. ausrangiert. In dem Fall egal, weil wir ja auch nur vergleichen wollen. Ne? So, okay, so weit können wir es schon mal gar nicht zumachen. Lass mich kurz überlegen. Das heißt, was haben wir denn? Müssen das folgendermaßen machen. Einmal ausklappen. Und ich sage dir, wann Stopp ist bei 36. Das erinnert mich so ein bisschen an die Espresso-Maschine von Subi hier. Ja, die fehlt uns leider auch. So, jetzt kannst du drücken, bis ich Stopp sage. Stopp, ein bisschen zurück. Ein bisschen mehr. Mehr. Stopp. So, wir haben jetzt hier nach der Anzeige 125. Vorteil ist, mein Arm ist nicht so dick wie deiner. Besser dran vorbeifilmen. Kannst du los haben? 125, merken. Wir nehmen jetzt erstmal 1:1 das gleiche Paket. Das heißt, wir ersetzen hier nur kurz Ring und das. Und gehen jetzt wieder auf. Also, das war ein gutes Händchen. Ja? Das genau, ja. Okay, das ist eine Nullnummer. Ich würde sogar sagen, ein Atömchen weniger. So. Jetzt müssen wir aber Ventilloop einrechnen. 12 mm haben wir eben gerade gelernt. Das heißt, wir machen aus 36 24. Schnell gerechnet. Das kriege ich gerade noch hin um die Uhrzeit. Jetzt kannst du auch rausnehmen. Jetzt schafft ihr das. Jetzt drehen wir, oder? Immer noch so flutschige Finger von diesem 2060. Dann kaum den Teller hier drin. So. Jetzt kannst du es nämlich einfach bis Anschlag runterdrehen. War schon wieder zu schnell. Mach nochmal runter. Jetzt gucken wir uns an, ob noch Restfederweg da ist. Und da sehen wir, dass da noch gut Federweg ist. Also wir könnten diese Feder, würde ich sagen, locker noch einen Millimeter bis anderthalb mehr unterlegen, wenn wir wollen. Identisch, ne? Ja, krass. Auch genau 2,30. Also egal welche Federn wir einbauen, das bleibt gleich. So, jetzt gucken wir nochmal von der Seite. Und siehe da, genauso viel Platz. So, das hat jetzt was Gutes für dich. Federn können drin bleiben. Ja, genau. Das hat das Gute. Du musst nicht alle 12 Federn da rausfriemeln. Sie sind definitiv gleich. So. Wir könnten sie ein Atömchen weiter unterlegen noch, dann lassen wir aber, weil das hat jetzt ja so funktioniert. Okay, was machen wir jetzt? Wir bauen das Ganze jetzt einmal probehalber zusammen. Ich zeige euch das jetzt mal nur einmal grob. Das Ding kommt jetzt hier rein. Anschließend kommt da die Nockenwelle drauf. Das Ganze wird natürlich verschraubt. Und dann nehmen wir diese Leere, Fühlerblattleere, und messen quasi hier zwischen gerade das Spiel. Wenn wir dieses Spiel ermittelt haben, können wir die passenden Lash-Caps besorgen. Die wir haben, werden nämlich definitiv nicht passen, weil sich der Grundkreis der Nockenwelle ein bisschen verändert hat. Und dann geht's weiter. Ja. Noch irgendwelche Ergänzungen?
Nö. Welche Fragen? Ich eigentlich nicht. Also Feierabend. Ja. Ciao. Wir haben in Windeseile aus Belgien von Catcams tatsächlich noch ein Sortiment an Lashcaps bekommen. Das heißt, wir können jetzt direkt weitermachen. Wir haben jetzt in 500stel Schritten von 1,20 bis 2,00 die Caps. Meine Lieblingsarbeit. So, jetzt haben wir das Ganze einmal zusammengesteckt, haben Einlass auslassseitig möglichst kleine gemacht. Überall die gleichen. 1,4 Einlass. 1,6 Auslass. Nee, 1,8 mal. Geht schon los. Nee, 1,6. 1,6? Stimmt, 1,8 glauben wir ungefähr. Ja. Weil jetzt ist natürlich wichtig, dass es auf jeden Fall zu klein ist, weil dicker können wir immer messen, der halt nicht, ne? So, ja, und jetzt kannst du messen. Soll ich ihn erstmal drehen oder misst du erstmal gerade? Nur, das ist egal. Also man muss halt logischerweise immer auf dem Grundkreis messen, ne? Also solange noch kein Hub ist. Hier würde ich zum Beispiel sagen... Schnittig. So, das ist jetzt ja auch noch nicht die allerfinalste Version. Mhm. Hier zeige ich euch jetzt noch mal einmal, wie Maßarbeit das war, dass wir nicht den Kopf fräsen müssen. Ich würde mal tippen, da ist jetzt noch so 0,5, 0,6 Spiel. Genau, 0,6 sind es auf jeden Fall. Ja, weil sonst wäre jetzt Baustelle gewesen, ne? Oh, ja, Kopf runter. Ja. Ganzen Kopf runter, alles zerlegen, fräsen, sauber machen und so weiter. Okay. So. Ja, das ist jetzt eigentlich Fummelarbeit. Alles aufschreiben, was er jetzt gerade hat, runterrechnen, tauschen. Wo wollen wir denn hin? Was für ein Spiel? 0,25 Einlass, 0,40 Auslass. Gott sei Dank sind nur 12 Ventile. Ja, wenn du das jetzt mit 30 machen musst, ne? Dann Prost Mahlzeit. Boah, ist einmal. Gibt es noch mehr als 30? Ja. 10 Zylinder, 40. Krass. So, also 80 ist definitiv schon zu stramm. Das heißt, bei dem haben wir jetzt gerade 75. Das ist Auslass. Da ist 1,6 drin. Können wir nochmal drüber schreiben. Wir wollen auf 40. Mhm. Haben jetzt 75. Also brauchen wir einen 1,95er. Mhm. 35 dicker, 75 45. Wir haben bis 2,0, also das erste war quasi schon fast Vorwürfeffekt hier. Ja, das machen wir jetzt mit einem weiteren 12, dann kommen die Nockenwellen alle wieder raus, dann machen wir es passend, dann kommen sie wieder rein, dann messen wir es nochmal durch, dann müssen wir die Nockenwellen noch einmessen. Ja. Und dann ist es 2 Uhr. Ist es spät und vielleicht können wir nochmal anreißen. Also ich bin auf jeden Fall schon mal begeistert. Der Grund, warum wir lachen, ist wegen dem Also. Weiter. Auf jeden Fall krass, wie gleichmäßig das noch ist. Dafür, dass der schon so viel gelaufen hat. Ne? Mhm. Also werdet ihr jetzt nicht durchblicken, aber überall, wo 75 steht, das war die Auslassseite. Ja, das ist Auslass. Und wir haben tatsächlich 75, 75, 75. 80, 80, 75. Das finde ich eigentlich schon krass. Ja. Dafür, dass der jetzt auch ein paar Events schon hat, einen guten Prüfstand hat und so weiter, müssen sie A im Vorfeld gleichmäßig, dank dieser CNC, was wir gezeigt hatten, gleichmäßig geschnitten sein. Ne? Und dann gleichmäßig gefahren. Und dann gleichmäßig nachgegeben haben. So, okay, jetzt haben wir das alles einfach direkt hochgerechnet, dass wir jetzt hier oben wissen, was rein muss. 2,1, 1,95, 1,95 und so weiter. Das heißt, wir können jetzt einfach wieder rausnehmen. Zack. Da nochmal eine kleine Erläuterung. Ich persönlich bin eigentlich mehr ein Fan davon, das Lashcap hier, wie ich gezeigt habe, auf dem Ventil zu haben oben drauf. Geht bei denen allerdings nicht, weil der Abstand zu dem Ventilkeil 2,2 mm sind. Das Lashcap ist aber 2,7 tief. Das heißt, das Lashcap würde sich nicht auf dem Ventil abstützen, sondern auf den Keilen. Deswegen kann man die auch problemlos, laut Hersteller, ich habe es so noch nie gemacht, auch einfach hier drin drauf platzieren und fertig. Genau, da haben wir ein bisschen Öl zwischen gemacht, damit die halten. Mal gucken, wann wir das erste Motorfeld beim Montieren. Ja, deine Baustelle. So,
Okay, das heißt, wir nehmen die jetzt alle raus, sortieren die gleich wieder ein, dass wir nämlich nicht alle mit der Bügelmesserschraube einmal durchpressen müssen. Ne? Packen die richtigen rein, Nockenwellen drauf, nochmal durchmessen. Wenn es ungefähr passt, würde ich einfach erstmal sagen, ein bisschen laufen lassen, ein bisschen fahren und dann tendenziell eher nochmal gegenkontrollieren. Ja. Ja. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum jetzt dieser Tausch überhaupt stattfindet? Praktisch einmal, wie ich erklärt hatte, um dieses Hydro-Element wegzukriegen, dass das A standfester ist, B halt die Steuerzeiten einfach definierter sind. Dann können wir hiermit deutlich höher drehen, weil das Problem war ja, die 8000 oder 8.2, die wir gedreht hatten, war dafür schon Ende. Theoretisch sage ich, kannst du jetzt, wenn du willst, 9 drehen. Wenn der Rest das kann. Muss man halt mal gucken, ob da noch Leistung kommt. Und dann das, was ich erklärt hatte mit den Steuerzeiten bei 1 mm. Mehr Steuerzeit heißt einfach immer, dass die Ventile länger offen sind. Plus dazu, sie stehen länger weit auf. Das heißt, es ist länger mehr Kanalfläche frei und somit hoffen wir, dass natürlich mehr Luft in den Zylinder rein kann und auch mehr Luft aus dem Zylinder raus kann. Genau, bislang hoffen wir. Wir sehen es auf dem Prüfstand. So, ja, so viel dazu. Ich würde sagen, jetzt einmal tauschen zusammen und gib ihm. So, first start here.